Der Bus, der nicht langsamer werden durfte. Heute möchte ich mal etwas Neues ausprobieren und die Filmografie eines Regisseurs porträtieren. Meiner Meinung nach ist Jan de Bont ein zu Unrecht in Vergessenheit geratener Filmemacher, dessen Lebenslauf hochinteressant und einen Blick wert ist. Obwohl seine Filme allesamt hochbudgetierte Hollywood-Blockbuster waren, ist er kein gebürtiger Amerikaner. Aus einer niederländischen Großfamilie stammend, lernte er bei seinem Studium den großen Paul Verhoeven kennen. Der dürfte auch heute noch vielen ein Begriff sein, stammt von ihm doch zum Beispiel Robocop. Verhoeven und Jan de Bont gingen jedenfalls nach Amerika, um ihr großes, cinematografisches Glück zu finden. Gemeinsam arbeiteten sie an verschiedenen Projekten, bei denen Verhoeven als Regisseur und Jan de Bont als Kameramann fungierte. So erschufen sie Meisterwerke wie den ultra-brutalen Flash and Blood oder Basic Instinct. Und ganz recht, Jan de Bont fing das ikonische Überschlagen der Beine von Sharon Stone ein. Doch nicht nur mit Verhoeven drehte de Bont. Als Kameramann wirkte er bei der Stephen King-Verfilmung von Cujo mit. Dazu ein kleiner Funfact: Stephen King erinnert sich an überhaupt nichts mehr bezüglich des Buches, weil er ausschließlich völlig betrunken daran gearbeitet hat. Jedenfalls verdiente Jan de Bont sich seine Sporen als Kameramann von Stirb langsam mit Bruce Willis, Black Rain mit Michael Douglas und Andy Garcia, sogar die Blockbuster Jagd auf Roter Oktober mit Sean Connery und Sam Neill oder Flatliners mit Kevin Bacon gehen auf sein Konto. Der letzte Film, bei dem er in Anführungszeichen nur als Kameramann arbeitete, war Lethal Weapon 3, Brennpunkt LA, die Profis sind zurück. Ein genialer Film und perfekter Abschluss dieses Lebensabschnitts von de Bont. Danach wagte er sich in den Regiestuhl und legte mit Speed einen fulminanten Start hin. Jeder kennt den Streifen mit Keanu Reeves und Sandra Bullock in den Hauptrollen. Homer Simpson beschrieb den Film perfekt, indem er sagte, der Bus, der nicht langsamer werden durfte. Bei nur 30 Millionen Dollar Budget spielte der Film über 350 Millionen allein in den Kinos wieder ein. Besser hätte de Bont nicht starten können. Über Nacht galt er als Goldesel in Hollywood. Danach wollte er eigentlich einen Godzilla-Film drehen, eine amerikanische Kaiju-Variante quasi. Er war bereits in der Vorproduktionsphase, als das Studio ihm das Budget versagte. Stattdessen setzte es Roland Emmerich in den Regiestuhl und wir bekamen die Variante mit Jean Reno. Doch der Siegeszug von de Bont ging dennoch weiter. 1996 legte er mit Twister einen Katastrophenfilm hin, der damals unfassbar populär wurde. Der leider mittlerweile verstorbene Bill Paxton und die bezaubernde Helen Hunt spielen dort so eine Art Twister-Hunter, die Wetterphänomene besser vorhersagen wollen. Jeder, der den Film gesehen hat, erinnert sich an die fliegende Kuh relativ zum Ende hin. Visuell ist der Film absolut fantastisch. Und das liegt vor allem an dem guten Auge de Bonts, der hervorragend Stimmungen einfangen kann. Leider markiert Twister auch den Höhepunkt in de Bonts Schaffen. Er hat weniger als 100 Millionen gekostet und spielte über das Fünffache wieder ein. Wohlgemerkt, nur im Kino. Auf DVD und Video lief er auch nochmal sehr gut und im TV wird er ebenfalls oft wiederholt. Übrigens ist Twister der allererste Film, der überhaupt als DVD erschien. Ein Jahr später drehte de Bont seinen ersten Flop, und zwar einen gewaltigen. Speed 2, die Fortsetzung seines Debüts. Dieses Mal führte er nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch. Und das hätte er besser lassen sollen. Visuell ist Speed 2 genauso wie sein Vorgänger hervorragend. Super gefilmt, höchst beeindruckend, atmosphärisch und so weiter. Daran krankt der Film nicht. Sein Problem ist die völlig bescheuerte Geschichte und der überzogene Bösewicht vom eigentlich genialen Willem Dafoe gespielt. Da half auch nicht, dass Sandra Bullock das 25-fache ihrer Gage bekam, welche sie im ersten Teil erhielt. Zuvor galt de Bont über Nacht als Goldesel, nun wurde er ebenfalls über Nacht zum Kassengift. 2 Jahre später legte er dann mit Das Geisterschloss nach. Der Film ist ein Remake von Bis das Blut gefriert vom Star Trek The Motion Picture Regisseur. Jan de Bont besetzte Liam Neeson und Catherine Zeta-Jones sowie Owen Wilson und weitere Top-Schauspieler. Ehrlich gesagt finde ich den Film spitze. Ich habe ihn direkt zu Release gesehen und war von den Bildern fasziniert. Natürlich ist die Geschichte unlogisch und unfreiwillig komisch. Dennoch ist das Geisterschloss ein visueller Genuss. Er verkennt zwar, wie das Original Horror auslöste, nämlich nur im Kopf dank guter Sounds, dafür sind aber die In-Your-Face-Spezialeffekte auf einer anderen Ebene genial. Zwar spielte der Film 180 Millionen bei einem Budget von 80 ein, dennoch regnete es goldene Himbeeren, sowohl für die Schauspieler als auch für de Bont, und fortan wollte auch niemand mehr so richtig mit ihm Filme machen. 4 Jahre später kam es dann auch zum würdelosen Abschluss. Jan de Bont führte ein letztes Mal Regie, und zwar beim zweiten Teil der Tomb Raider Filme mit Angelina Jolie. Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Ein letztes Mal durfte de Bont 100 Millionen Dollar auf den Kopf hauen. Da er in den Kinos nur 150 Millionen wieder einspielte und die tatsächlichen Kosten des Films inklusive Marketing 200 Millionen betragen haben dürften und außerdem nicht 100% der Kinotickets an den Vertrieb gehen,
war auch Lara Croft 2 ein finanzielles Desaster. Auch hier ein kleiner Funfact. In manchen Szenen wird Lara von einem Mann gespielt. Eines der Stunt-Double von Angelina war nämlich keine Frau. Doch zurück zu The Bond. Einen weiteren Film wird es von dem mittlerweile 78-Jährigen vermutlich nicht mehr geben, obwohl er angeblich noch an zwei Projekten arbeitet. Einem Remake zu Noch 5 Minuten zu leben und einem Film über die Tulpenmanie bzw. Tulpenblase im 17. Jahrhundert. Ich bezweifle aber, dass auch nur eines der Projekte Realität werden wird und finde es schade, dass wir von einem so genialen Filmemacher wie The Bond einer war, seit Tomb Raider 2 nichts mehr gesehen haben. Auch wenn Kritiker anderer Meinung sind, halte ich seine Filme in visueller Hinsicht für etwas ganz Besonderes. Kaum ein anderer hat ein derart gutes Gespür für Bilder und Stimmungen. Wenn man von großen Europäern spricht, die es in den filmografischen Mainstream geschafft haben, dann hört man die bereits erwähnten Emmerich und Verhoeven, gewiss auch einen Luc Besson oder einen Wolfgang Petersen. Jan de Bont jedoch seltener. Vielleicht wird ihm irgendwann noch die Ehre zuteil, die ihm gebührt. Nach jetzigem Stand gilt er jedoch leider als Stern, der sehr schnell sehr hoch aufstieg, höher als kaum jemand vor ihm, nur um dann ebenso schnell zu verglühen und in Vergessenheit zu geraten. Seine Flamme hat vielleicht nur halb so lange gebrannt wie die von anderen Regisseuren, dafür aber doppelt so hell. Ich hab mal in einem Film gesehen, wie ein Bus mit einer stetigen Geschwindigkeit von über 80 durch die Stadt rasen musste. Und wenn er die Geschwindigkeit nicht halten könnte, würde er explodieren.